In der Tierwelt gibt es ja wirklich so einige skurrile Tiere. Die meisten kamen vor allem in den letzten Jahren durch das Internet so richtig an Berühmtheit. Es gibt jedoch Tiere, die keiner kennt, aber wo jeder denken würde, dass Photoshop hier garantiert am Werk war. Wir haben euch die 7 verrücktesten rausgesucht. Hier kommen 7 seltsame Tiere, die du wahrscheinlich noch nicht kennst, die es aber so wirklich gibt. Let's go! Du bist neu hier? Dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Wenn dir das Video gefällt, lass uns doch einen Daumen nach oben da. Nummer 7, der Babi-Ursa. Der Babi-Ursa, auch bekannt als Hirscheber, ist eine einzigartige Wildschweinart, die auf den indonesischen Inseln Sulawesi, Togian, Sula und Buru heimisch ist. Dieses Tier fällt insbesondere durch die markanten, nach oben und manchmal sogar nach hinten gerichteten Hauer der Männchen auf. Diese Hauer sind eigentlich verlängerte Eckzähne, die durch die Haut wachsen und sich nach oben krümmen können. Manchmal so weit, dass sie das Schädeldach durchstoßen und nach einiger Zeit das Tier sich selber zu Tode wächst, kann man sagen. Der Name Babi-Ursa bedeutet in der malaiischen Sprache Hirschschwein, was sich auf das hirschähnliche Aussehen der Hauer bezieht. Trotz ihres beeindruckenden Gebisses sind Babi-Ursas überwiegend Pflanzenfresser, die sich von Früchten, Nüssen, Blättern und kleineren Tierarten ernähren. Platz Nummer 6, der Clown-Fangschreckenkrebs. Der Clown-Fangschreckenkrebs, bekannt als eines der farbenprächtigsten und faszinierendsten Meereslebewesen, ist ein kleiner, aber bemerkenswerter Bewohner tropischer Meere. Eines der erstaunlichsten Merkmale des Clown-Fangschreckenkrebs ist seine extreme, leistungsstarke Jagdmethode. Er besitzt extrem schnelle und kraftvolle Scheren, die er zum Fangen von Beute wie Fische und Krebstieren verwendet. Diese Fangarme können mit solcher Geschwindigkeit zuschnappen, dass sie das Wasser zum Sieden bringen und sogar Glas brechen können. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft ist ihre außergewöhnliche Sehfähigkeit. Der Clown-Fangschreckenkrebs hat eines der komplexesten Augensysteme im Tierreich. Er kann Polarisationsmuster sehen und hat ein breites Spektrum an Farberkennung, das weit über das menschliche Sehvermögen hinausgeht. Nummer 5, der Paku. Der Paku ist ein einzigartiger Süßwasserfisch, der vor allem in Südamerika heimisch ist, insbesondere in den Fluss- und Beckensystemen des Amazonas und Orinoco. Bekannt für sein ungewöhnliches Aussehen und Verhalten gehört er zu der Familie der Piranhas. Ein erstaunliches Merkmal des Pakus sind seine Zähne, die ungewöhnlich menschenähnlich sind. Diese Zahnstruktur ermöglicht es dem Paku, eine breite Palette an Nahrung zu zerkleinern, einschließlich Früchte, Nüsse, Pflanzen und kleinen Fischen. Im Gegensatz zu den fleischfressenden Piranhas ist der Paku überwiegend vegetarisch und spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem er zur Verbreitung von Pflanzensamen beiträgt. Pakus können beeindruckende Größen erreichen, manchmal über 1 Meter in der Länge und bis zu 25 Kilogramm schwer werden. Wenn dir dieses Video gefällt, denk auf jeden Fall daran, einen Daumen nach oben dazulassen und den Abonnieren-Button zu drücken, um keine weiteren spannenden Tierfakten mehr zu verpassen. Nummer 4, die blaue Ozeanschnecke. Diese kleine, bis zu 3 cm große Schnecke hat eine leuchtende blaue Färbung, die sie vor Raubtieren und Sonnenlicht schützt. Ihr Körperbau ist einzigartig mit langen, fingerartigen Fortsätzen, den sogenannten Cerata, die nicht nur der Fortbewegung dienen, sondern auch für die Atmung und Verteidigung verwendet werden. Die blaue Ozeanschnecke ist in den gemäßigten und tropischen Gewässern der Weltmeere verbreitet, insbesondere im Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean. Sie ist pelagisch, das heißt, sie treibt nahe der Wasseroberfläche und wird oft von Strömungen getragen. Ernährungsmäßig ist die blaue Ozeanschnecke ein Raubtier und ernährt sich hauptsächlich von anderen pelagischen Organismen, insbesondere von der portugiesischen Galeere, eine der tödlichsten Quallenarten auf diesem Planeten. Darüber hinaus ist sie in der Lage, die giftigen Nesselzellen der Qualle zu sammeln und für ihre eigene Verteidigung zu verwenden, was sie zu einem der wenigen Raubtiere macht, die diese gefährlichen Beutetiere fressen können. Also, wenn ihr dieses Tier seht, auf gar keinen Fall anfassen. Nummer 3, die Seefledermaus. Die Seefledermaus ist ein ungewöhnlich aussehender Fisch, der vor allem durch seine kuriose, an eine Fledermaus erinnernde Gestalt Aufsehen erregt, mit unglaublichen Kusslippen. Die Seefledermaus kommt in den warmen Gewässern des westlichen Atlantiks und der Karibik vor. Ein faszinierendes Merkmal der Seefledermaus ist ihre Fortbewegungsweise. Anstatt zu schwimmen, geht sie auf dem Meeresgrund mit ihren Flossen, die wie Beine funktionieren. Sie ernährt sich hauptsächlich von kleinen wirbellosen Tieren und Fischen, die sie mittels eines Überraschungsangriffes erbeutet. Platz Nummer 2, der Gürtelmull.
Der Gürtelmull ist ein einzigartiges Säugetier, das vor allem in Nord- und Südamerika beheimatet ist. Sein auffälligstes Merkmal ist die gepanzerte Außenhülle, die aus mehreren beweglichen Gürtelplatten besteht. Der Körper des Gürtelmulls ist relativ klein und kompakt und erreicht eine maximale Größe von 10 cm. Ursprünglich stammt der Gürtelmull aus Lateinamerika, aber er hat sich nordwärts bis in die südlichen Vereinigten Staaten ausgebreitet. Sein natürlicher Lebensraum umfasst eine Vielzahl von Umgebungen von Wäldern bis zu Graslandschaften, wo er in selbst gegrabenen Höhlen lebt. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft des Gürtelmulls ist seine Fähigkeit, sich bei Gefahr einzurollen, wodurch er seinen weichen Unterbauch schützt. In der Ernährung ist der Gürtelmull allesfressend, mit einer Vorliebe für Insekten und kleine Wirbeltiere, ergänzend durch Pflanzenmaterial. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Platz, aber bevor, wenn dir das Video gefallen hat, denk auf jeden Fall daran, den Daumen nach oben Button zu drücken und uns zu abonnieren, um keine weiteren spannenden Tierfakten mehr zu verpassen. Nummer 1 ist das Wasserreh. Das Wasserreh, auch als chinesisches Reh bekannt, ist eine kleine, aber auffällige Hirschart, die sich durch einige einzigartige äußerliche Merkmale auszeichnet. Es hat einen kompakten, schlanken Körperbau mit einem Gewicht von etwa 11 bis 15 Kilogramm. Das Fell des Wasserrehs ist kurz und dicht, im Sommer bräunlich gefärbt und im Winter eher grau, was eine saisonale Anpassung an seine Umgebung darstellt. Eine der bemerkenswertesten optischen Eigenschaften männlicher Wasserrehe sind ihre langen, scharfen oberen Eckzähne, die im Gegensatz zu anderen Hirscharten statt eines Geweihs vorhanden sind. Diese Eckzähne werden während der Paarungszeit zur Schau gestellt und im Kämpfen eingesetzt. Und auch hier, wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, kommt es auf jeden Fall immer auf die Größe an. Herkunftsmäßig stammt das Wasserreh aus Ostasien, hauptsächlich aus China und einigen Regionen in Korea. Es bevorzugt feuchte Habitate wie Flussufer, Seen und Sumpfgebiete. Diese Art hat sich bemerkenswert an ein Leben in und um Gewässer angepasst, was sich in ihren hervorragenden Schwimmfähigkeiten widerspiegelt. Wasserrehe nutzen das Wasser nicht nur als Zufluchtsort, sondern auch als Nahrungsquelle, indem sie Wasserpflanzen und Gräser konsumieren. Einfach unglaublich, was es alles so in der Tierwelt gibt. Schreib uns doch gerne einmal in die Kommentare, welches Tier du am erstaunlichsten fandest. Wenn ihr sagt, ihr wollt mehr von diesem Format sehen, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ab 50 Likes werden wir auf jeden Fall nochmal Part 2 rausbringen mit weiteren spannenden und komisch aussehenden Tieren. Ansonsten war es das von uns. Denkt daran zu abonnieren, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Team von D7.